Hallo Kinder, seid ihr bereit? Dann viel Spaß in Paulis Kinderwelt. Weil wir wissen, alles erraten, sind wir schlau, ja sehr schlau. Wir haben Spaß und ganz viel Witz und raten mit bei Paulis Kinderquiz. Wir haben Spaß, weil sie uns gefällt. Unsere Paulis Kinderwelt. Denn wir haben Spaß, weil sie uns gefällt. Unsere Paulis Kinderwelt. Hallo, liebe Kinder. Jetzt für euch in der Paulis Kinderwelt unser Onkel Adi. Hey, liebe Kids, und ein herzliches Willkommen zu Paulis Kinderwelt. Mensch, was bin ich heute wieder gut drauf? Das liegt daran, dass ich tolle Fragen für euch habe. Und in diesem Klassenzimmer befinde ich mich nicht alleine. Nee, ganz und gar nicht. Wir haben nämlich Besuch von Pauli. Und der ist natürlich auch wieder dabei. Und jetzt gibt es Paulis Quiz. Oh, so, was ich toll finde, unser Klassenzimmer sieht immer wieder toll aus. Immer wieder schön geputzt und aufgeräumt. Euers auch? Naja, also liebe Kinder, wir haben tolle Fragen für euch. Wir haben aber auch spezielle Antworten. Und aber ich glaube, ihr schafft das. Das ist Quiz ab 6, aber es dürfen alle mitmachen. Ihr seid ja schon richtige Profis, okay? So, ihr Lieben, seid ihr also bereit? Können wir loslegen? Wollen wir starten? Okay. Also, Pauli, hast Bock? Na, dann geht's auf. Wir stellen euch die erste Frage. In einem Kinderlied ging jemand ganz alleine in die weite Welt hinein. Wer war das? A. Paulchen Klein? Oder Karlchen Klein? Oder war es vielleicht Hänschen Klein? Ich komme nicht tiefer. Oder war es vielleicht Fritzchen Klein? Also nochmal, in einem Kinderlied ging jemand ganz allein in die weite Welt hinein. Ja, Paulchen A. Also Paulchen Klein A. Karlchen Klein wäre die Antwort B. Die Antwort C wäre Hänschen Klein. Oder die Antwort D ist Fritzchen Klein. Ihr habt jetzt genau 10 Sekunden und unser spezieller Countdown läuft ab jetzt. Super, genau, es ist die Antwort C und es ist Hänschen Klein. Ja. In die weite Welt ist er gegangen und er war gar nicht traurig. Ich glaube, der hat eine ganze Menge erlebt. Ihr macht das bitte nicht, weil ihr seid weder klein, noch heißt ihr Hänschen. Oder ihr bleibt schön zu Hause. Wir kommen jetzt zur zweiten Frage. Wie nennt man eine Darstellung der Erdkugel, die du dir quasi ins Zimmer stellen kannst? Ja, du hast richtig gehört. Du kannst dir die ganze Welt in dein Zimmer holen. Interessant, oder? Und wie nennt man das dann? Ist es A, der Globus, oder ist es B, Sirius, vielleicht auch C, der Oculus, oder D, der Campus? Naja, was kannst du dir ins Zimmer stellen? Wie nennt man eine Darstellung der Erdkugel, die du dir in dein Zimmer stellen kannst? Globus, Sirius, Oculus oder Campus? Die Raterunde beginnt. 10 Sekunden habt ihr wieder Zeit. Los! Jawohl, es ist A, es ist der Globus. Und das Tolle daran ist, der leuchtet meistens. Da ist eine Lampe drin und wenn ihr abends im Bett liegt, könnt ihr euch vor dem Einschlafen sogar noch mal so richtig unsere schöne Welt anschauen und unseren tollen Planeten, den wir haben. Okay? So, wir kommen zu Frage Nummer 3. Und die lautet, wie werden die Schienen genannt, auf denen die Eisenbahnen fahren? Na, sind es A, die Gleise,
Sind es B, die Rohre? Sind es C, die Pisten? Oder sind es D, die Flure? Na, wie werden die Schienen genannt, auf denen die Eisenbahnen fahren? Gleise, Rohre, Pisten oder Flure? Auf, los, geht's los! Jawohl, das sind die Gleise, es ist die richtige Antwort ist die Antwort A. Und Eisenbahnschienen laufen auf Gleisen, so ist es. Wenn man sich überlegt, wie lang so ein Gleis ist, nämlich von ganz oben im Norden bis ganz unten hinunter zum tiefen Süden, kann eine einzige Bahn fahren. Tatsächlich. Boah, wie lang die sind. Unglaublich. Wir kommen zu Frage Nummer 4. In welcher dieser Sportarten wird gar kein Ball verwendet? Ist es vielleicht A, Volleyball? Ist es B, Golf? Oder C, Tennis? Oder ist es D, Darts? Ich bin total gespannt, in welchen Sportarten eurer Meinung nach kein Ball verwendet wird. Volleyball, Golf, Tennis oder Darts? Auf los geht's los! Ich muss zugeben, die Antwort war ein bisschen knifflig. Es ist D und es sind Darts. Und warum wird kein Ball verwendet? Ganz einfach, weil das Dartspielen ausschließlich mit Pfeilen geht. Mit Pfeilen ins Ziel. Und schon spielt ihr Dart. Wir kommen zur Frage Nummer 5. An welchem Körperteil befindet sich die... Ach so, seht ihr nicht. Moment. Passt auf. Die Ferse. Ist es vielleicht A, am Arm? Oder ist es B, am Kopf? C, am Fuß? Oder ist es D, am Bauch? Also, an welchem Körperteil befindet sich eurer Meinung nach unsere Ferse? Arm, Kopf, Fuß oder Bauch? Ihr dürft jetzt raten. Ich finde ja, Pauli hat euch richtig verschont in dieser Frage. Die war doch relativ einfach. Und richtig ist Antwort C. Natürlich befindet sich die Ferse am Fuß. Frage 6. Jetzt kommen wir wieder zu meiner Lieblingskategorie. Wir sind bei den Tieren. Wie nennt man die jungen Pferde? Ist es A, das Kalb? Oder vielleicht B, das Fohlen? Oder ist es C, sind es die Küken? Oder vielleicht D, die Ferkel? Na, also wie nennt man das junge Pferd? Das ganz junge? Kalb, Fohlen, Küken oder Ferkel? Ihr dürft jetzt raten. Auf geht's. Das junge Pferd nennt man Fohlen. Das stimmt. Und die sind so süß. Habt ihr schon mal einen Fohlen gestreichelt? Manchmal darf man das ja nicht so, aber es ist schon was Schönes. So, liebe Kids, und weil ihr diese Fragen so wahnsinnig toll beantwortet habt, gibt es jetzt für euch die Belohnung. Wir machen jetzt unseren Rubbelbubbel und der geht so. Ihr stellt euch einfach hin, ja genau, dann wackeln wir schön mit den Beinen. Wir nehmen dazu die Hand, wir nehmen die andere Hand. Wir gehen in die Mitte, wir gehen in die Mitte. Der rechte Arm nach oben, der linke Arm nach oben und wir sagen Rubbelbubbel! Wir kommen zur Frage Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt wird's etwas... Hier geht's jetzt um Klapperschlangen. Gut aufgepasst. Mit was klappern die Klapperschlangen? Sind es die Augen oder
klappern Sie mit den Ohren oder klappern Sie vielleicht mit den Zähnen, so wie Opa, oder klappern Sie mit dem Schwanz. Ich bin gespannt auf eure Antwort. Augen, Ohren, Zähne oder mit dem Schwanz? Mit was klappert die Klapperschlange? Zehn! Hey, natürlich klappert die Klapperschlange mit dem Schwanz. Warum das genau ist, weiß ich nicht, aber gesehen habe ich das schon mal. Und das geht ganz schnell, die zittert ganz schnell und dann klappert das. Vielleicht sind da Knicker drin oder Smarties, ich weiß es nicht. Aber es funktioniert. D, Schwanz ist die richtige Antwort. Wir kommen jetzt zur Frage Nummer 8. Was bekommst du, wenn du dich vor etwas ekelst, gruselst oder dir einfach nur kalt ist? Na, ist es vielleicht A, die Elefantenhaut, B, eine Schwimmhaut oder bekommst du C, eine Gänsehaut oder hast du D, ein Fell? Also, was bekommst du, wenn du dich vor etwas ekelst, gruselst oder es wird dir richtig bitterkalt? Elefantenhaut, Schwimmhaut, Gänsehaut oder ein Fell? Das kriegst du hin. Du hast wieder mal ein kurzes Zeitfenster. Oh ja, und das erleben wir häufig, wenn einem kalt ist. Dann kriegst du Gänsehaut. Man sagt manchmal auch Gänsepeter. Somit ist die Antwort C richtig. Und dann hast du so klein, dann stehen die Haare zu Berge. Und eigentlich sieht es auch lustig aus. Ist aber eine gute Funktion des Körpers. Wir kommen zur Frage Nummer 9. Und das ist die vorletzte Frage. Und jetzt sage ich Kids, Achtung. Wie immer, die letzten zwei Fragen haben es auch in dieser Folge wieder in sich. Also gut aufpassen. Frage Nummer 9. Wie viel Farben hat ein Regenbogen? Ui, das ist eine schwere Frage. Also, A, 4, B, 7, C, 10 oder sind es D, 3 Farben? Also, wie viele Farben hat ein Regenbogen? 4, 7, 10 oder 3? Auf los geht's los. 10 Sekunden laufen jetzt. Tja, Kinder, ich hätte es ehrlich gesagt auch nicht gewusst. Es ist die Antwort B. Es sind 7 Farben im Regenbogen. Und lieber Pauli, das war also schon ziemlich schwierig. Da hast du dir Mühe gegeben. Das muss man sagen. Paulis Quiz. Alles andere ist kein Quiz. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Ja, es geht los. Sie ist etwas länger. Passt auf. In einem bekannten Märchen wird der Königstochter eine goldene Kugel aus dem Brunnen geholt. Wer holt diese Kugel? Ist es A, der Froschkönig oder vielleicht B, ein Rabe? Ist es C, das Rumpelstilzchen oder D, ein Prinz? Ihr habt's verstanden? Aufpassen. In einem bekannten Märchen wird der Königstochter eine goldene Kugel aus dem Brunnen geholt. Und wer holt diese Kugel? Der Froschkönig? Ein Rabe? Das Rumpelstilzchen oder ein Prinz? Das ist die letzte Frage und ihr habt zum letzten Mal genau 10 Sekunden Zeit. Tja, liebe Kinder, das ist korrekt. Es ist der Froschkönig und somit ist A die richtige Antwort. Ich finde, ihr wart auch in dieser Folge wieder spitzenmäßig. Und es gab mal einen Showmaster, da war ich so alt wie ihr heute. Und der hat immer gesagt,
Sie sind der Meinung, das war Spitze! Der hieß Hans Rosenthal, war ein ganz netter. Ich hoffe, ich bin auch nett. Ich bin der Onkel Adi für euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in Paulis Kinderwelt mit Paulis Kinderquiz. Paulis Quiz ist ein Kinderquiz. Und ihr seid dabei. Da würde ich mich freuen. Und wenn euch die Sendung gefallen hat, wie immer, ein Like von euch. Das wäre toll. Also, bis später. Macht's gut, euer Onkel Adi und euer Pauli. Tschüss.